Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Thema Vorratshaltung für den Notvorrat und ich möchte euch heute mal das sogenannte Rotationsprinzip vorstellen. Das ist wichtig, um die Vorratshaltung wirklich effektiv zu betreiben. Also es geht jetzt quasi nicht darum, warum man Vorratshaltung betreiben soll. Also ich denke mal, das ist ja seitdem 2016 das neue Zivilschutzkonzept durch alle Medien ging, hinlänglich bekannt, sollte sich eigentlich rumgesprochen haben, dass man für eventuelle Krisen, Katastrophen oder Großschadenslagen, wo es in der Fläche zu Versorgungsengpässen kommen kann, so einen kleinen Puffer haben sollte. Das Bundesamt empfiehlt ja 10 bis 14 Tage Lebensmittel, Getränke und so weiter zu bevorraten. Und es geht jetzt auch nicht darum, was man alles bevorraten sollte. Dafür gibt es ja Listen. Ich empfehle dann immer hier die Liste vom BBK. Diese rote Broschüre hier, da ist ja in dieser Mitte diese persönliche Checkliste. Ich zeige euch das mal und ich verlinke auch in der Infobox das mal zum Bundesamt. Da gibt es nämlich eine PDF-Datei, die könnt ihr kostenlos downloaden. Da steht das alles nochmal drin. Die meisten Fragen, die uns erreicht haben, seit wir mit der Survival Pro online sind, drehen sich tatsächlich um das Wie. Also wie läuft das tatsächlich ab mit dieser Vorratshaltung? Wie ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Laufen die Sachen da nicht irgendwann ab? Werden die schlecht? Schmeißt ihr die weg? Oder sortiert ihr die dann nach Ablaufdatum? Führt ihr Inventurlisten? Ist das nicht wahnsinnig aufwendig? Nö, ist es nicht, wenn man dieses Rotationsprinzip anwendet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Auf geht's! So, und ich erkläre das mal am Beispiel von Wasser. Laut dieser Liste, wenn wir da mal reinschauen, steht ja da 2 Wochen Vorrat pro Person 28 Liter. So, wer hat das? Ich würde mal sagen, die wenigsten. Wie läuft das normalerweise ab? Ich gehe in den Laden, kaufe einen Kasten Wasser. Ja, und wenn er leer ist, ja, nehme ich die leeren Flaschen wieder, tue sie wieder zurück und hole den neuen Kasten Wasser. Also so habe ich das eigentlich irgendwie jahrzehntelang wahrscheinlich gemacht und ihr wahrscheinlich auch. Bloß was ist, wenn jetzt die letzte Flasche leer ist und die Situation tritt wirklich ein, wo du auf deine Vorräte zurückgreifen musst und eben kein Nachschub gewährleistet ist, dann haben wir, naja, ich will nicht sagen Problem, aber schon ein bisschen Scheiße dann. Ne? Okay, also was machst du? Ganz easy. Beim nächsten Mal einkaufen, kaufst du halt nicht ein, sondern 3 zusätzlich. Okay, also insgesamt 4 Stück. Relativ unspektakulär. So, und jetzt machst du natürlich bitte nicht den Fehler und stellst es dann irgendwo in den Keller oder in den Dachboden, in die Garage oder sonst wohin, wo du es dann tatsächlich wirklich vergisst. Und dann ist es irgendwann abgelaufen. Das wäre suboptimal, weil bei dem Wasser haben wir eigentlich so eine Haltbarkeit von, ja, wenn man mal drauf guckt, vielleicht so ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Ja? Also das Jahr hätte jetzt hier bis Januar 2019. Okay, so, und du änderst eigentlich auch nicht deine Kaufgewohnheiten. Du machst diesen einen Kasten leer und wenn der leer ist, gehst du wieder in den Laden und holst einen neuen Kasten. Und wenn du den dann hast, stellst du den dann hier hinten dran, schiebst die anderen ein Stückchen vor und fängst an, den hier zu verbrauchen. Okay. Wenn der wieder leer ist, gehst du wieder in den Laden, holst den nächsten, stellst es im Hintern dran, sodass da quasi immer so eine Art Rotation da drin ist. Und dadurch wird dir einfach das nicht schlecht, ja, weil du es ja schneller verbrauchst, als das Ganze abgelaufen ist. Zweitens, du musst im Ernstfall dann auch wirklich nicht dein Haus verlassen, sondern hast die Vorräte bei dir. Und drittens, wenn du dieses wirklich sehr simple, aber effektive Rotationsprinzip anwendest, bist du immer auf der sicheren Seite. So, und das machst du jetzt bitte schön auch mit den Lebensmitteln, mit Dosen, mit Nudeln, mit Reis, alles Sachen, die du in den ganz normalen Supermarkt kaufen kannst und in ausreichender Anzahl. Ja? Und wenn du clever bist, dann rennst du nicht jetzt gleich los und kaufst dir irgendwie 50 Dosen oder sowas, sondern du wartest, bis die im Angebot sind. Also ganz easy, so eine handelsübliche Dose mit so 2 bis 3 Jahre Haltbarkeit liegt preislich so bei 3,30 Euro ungefähr. So im Angebot bei 1,49 Euro, dann schlage ich halt zu. Gut, an der Kasse wird immer vielleicht ein bisschen komisch geguckt, wenn ich da im Einkaufswagen 50 solche Dosen rausroll. Aber unterm Strich, auf lange Zeit gesehen, spare ich damit Geld. Okay, also kein Hexenwerk, eigentlich total simpel, hätten wir auch selbst drauf kommen können. Und ich nehme euch jetzt nochmal mit in das Treppenhaus, in die unterste Etage und zeige euch mal, wie ich diese Vorräte verstaue und was da so alles steht. Bis gleich.
So, und in der untersten Etage vom Treppenhaus ist es auch schön kühl, also gute Voraussetzung eigentlich für eine Lagerhaltung. Und ich habe zwar nicht so wahnsinnig viel Platz, aber ich sag mal so für ein IKEA-Regal, 90 cm breit, 2 Meter und ein paar zerquetschte hoch, reicht das halt. Und hier habe ich halt dann das Wasser, hier im unteren Bereich, die Lebensmittel, ein bisschen Kaffee und was man halt so braucht. Wie gesagt, alles Artikel, die man eigentlich in jedem normalen Supermarkt kaufen kann. Mit so einer normalen Haltbarkeit, ja, ein halbes Jahr bis 2 Jahre ungefähr. Und wenn man das dann regelmäßig austauscht mit diesem Rotationsprinzip, dann wird da auch nichts schlecht. Eigentlich eine sehr gute Sache. Okay, gut, ich muss natürlich dazu sagen, diese 10 bis 14 Tage, was das Bundesamt empfiehlt, wären mir persönlich jetzt zu wenig. Ja, also besser als nichts, gar keine Frage, aber ich habe zum Beispiel hier noch ein zweites Regal mit so spezieller sogenannter Langzeitnahrung, also Lebensmittel, die sich deutlich länger halten, wo du auch nicht ständig gucken musst, dass es ausgetauscht wird, die du einfach hinstellst und fertig, wie zum Beispiel hier Dosenbrot, Dosenkuchen bis 5 Jahre haltbar. Wir haben Survival Packs, die sich 10 Jahre halten und noch darüber hinaus. Das ist aber ein anderes Thema. Ich werde in Kürze mal ein Video darüber machen, über speziell diese Langzeitnahrung. Du kannst auf jeden Fall mal im Onlineshop bei uns vorbeischauen, survival-pro.de. Unter der Kategorie Nahrungsvorrat findest du da jede Menge Inspiration, bin ich mir sicher. Check das mal aus. Okay, wieder zurück im Büro. Damit sind wir mit dem Video auch eigentlich durch. Das Rotationsprinzip bei der Vorratshaltung. Wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Thema, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch mal so einen Daumen nach oben da. Hier auf YouTube, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis demnächst. Mach's gut und tschüss.